Guten Tag, Herr Dr. Liesenfeld. Es ist schön, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, zusammen zu sprechen. Guten Tag, grüße Sie. Millionen Bankkunden haben ja das Recht nach dem BGH-Urteil, Gebührenerhöhungen, die ab dem 01.01.2018 stattgefunden haben, zurückzuholen. Ich denke aber, wenn ich mich so mit unseren Usern unterhalten habe oder auch im Bekanntenkreis so mal rumgefragt habe, die meisten wissen A nicht, ob es überhaupt eine Gebührenerhöhung stattgefunden hat bei der Bank oder Sparkasse, bei der sie sind. Und die allerwenigsten wissen, wie viel sie eigentlich zurückbekommen können, wie groß die Erhöhungen waren. Muss der einzelne Bankkunde, der Geld von seiner Sparkasse oder Bank zurückhaben will, muss der eigentlich das genau beziffern? Wie ist Ihre Meinung eigentlich, Herr Dr. Liesenfeld? Sehr gerne. Also zunächst einmal zu der Frage, ob man überhaupt getroffen wurde. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geht davon aus, dass ein Erstattungsvolumen von 3 bis 7 Milliarden Euro im Raum steht. Also das sind die Erstattungsforderungen von Verbrauchern gegen die Banken wegen überzahlter Entgelte. Ob man selber betroffen ist, kann man natürlich selbst recherchieren, indem man Kontoauszüge einsieht, beispielsweise dort schaut, ob es Entgelterhöhungen gab oder die Mitteilungen durchgeht, die die Banken verschickt hat. Da gibt es insbesondere die Mitteilungen über die anstehende Gebührenerhöhung, bezüglich derer man zu einem Widerspruch aufgefordert wird, wenn man sie eben nicht gelten lassen möchte. Dieser Weg ist allerdings nicht nötig, wenn man den Service in Anspruch nimmt, den ganze Rechtsanwälte in Kooperation mit dem Rechtsdienstleister Spreefels anbietet. Bei uns ist es nur erforderlich, ganz einfach bei unserer Online-Mandatierungsstrecke die Bank anzugeben, bei der man ein Girokonto führt, die IBAN zu diesem Girokonto, einige wenige weitere Angaben, beispielsweise zu den Kontaktdaten. Und im Weiteren würden wir selbstständig ermitteln, was die Erstattungssumme ist und die so ermittelte Erstattungssumme auch gegenüber der Bank zurückfordern. Aber Herr Dr. Liesenfeld, man weiß doch aus der Erfahrung, dass Rechtsanwälte ja gerne hohe Rechnungen schreiben. Wie ist denn das bei Ihnen? Das ist richtig für die allgemeine Erfahrung. Bei uns konkret stellt sich das Problem definitiv nicht. Der Auftrag des Kunden richtet sich an den Rechtsdienstleister. Der Rechtsdienstleister vereinbart mit dem Kunden ein Erfolgshonorar von 25%. Das bedeutet, in dem Fall, dass von der Bank eine Erstattungssumme fließt, behält der Rechtsdienstleister 25% davon ein. Angenommen, 100 € Erstattung werden ausgezahlt, wären das also 25 €. Und Der wenn gesamte Rest wird an den Kunden ausgekehrt. In dem Fall, dass ausnahmsweise kein Erfolg eintritt, zahlt der Kunde auch überhaupt nichts. Die Anwaltsgebühren schließlich, also die Gebühren für die Unterstützung seitens ganzer Rechtsanwälte in dem Erstattungsprozess, trägt der Kunde nicht. Diese Gebühren verlangen wir von den Banken erstattet. okay, wir haben so mal ausgerechnet, dass im Schnitt es einen Erstattungsanspruch im Durchschnitt von rund 120 Euro für jeden Kunden gibt, der sich gegen die Bank oder Sparkasse wehrt. Stimmt das auch in etwa mit Ihren Erfahrungen überein? Sie sind ja da schon etwas länger tätig. Ja, das stimmt in etwa mit unseren Erfahrungen überein. Der statistische Wert bei uns liegt aktuell bei 111 €. Das liegt ja sehr nah bei den 120 €. Ah ja. Und kann man dann auch. Kann der Kunde auch Verzugszinsen eigentlich fordern, wenn der Anspruch schon etwas länger zurückliegt, also wenn die Gebührenerhöhung schon beispielsweise Mitte 2018 stattgefunden hat? Es gibt die Möglichkeit, die Erstattungssumme verzinsen zu lassen. Rechtlich gibt es dafür zwei Anknüpfungspunkte. Das eine nennt sich Nutzungswertersatz, basiert auf dem Gedanken, wenn die Bank zu viel Geldzahlung erhalten hat, dann konnte sie mit diesem Geld auch wirtschaften, konnte daraus Nutzungen ziehen und für den Wert dieser Nutzung ist ein Ersatz zu leisten in Form eines Zinses von ungefähr 4%. Ah ja. Der andere Ansatzpunkt ist der Verzugszins, den haben Sie gerade selber angesprochen. Der würde ab dem Augenblick anfallen, ab dem die Bank in Verzug mit der Erstattung ist. Und das ist dann der Fall, wenn sie auf eine Mahnung hin nicht erstattet hat. Also wenn man den Service von ganze Rechtsanwälte in Kooperation mit der Spreefels in Anspruch nimmt, ist es die Spreefels, die eine Mahnung an die Bank verschickt,
Wenn daraufhin keine Leistung erfolgt, gerät die Bank in Verzug und in der Folge schuldet sie Verzugszins. Okay, nehmen wir an, ein Kunde oder möglichst viele sollen sich ja wehren. Der geht auf unsere Seite und Sie sind ja unser Kooperationspartner, dann geht er zu Ihnen und die Leute füllen das aus. Ich habe selber ausprobiert, das dauert ja keine 5 Minuten. Und nehmen wir an, ein Kunde hat das gemacht, wie lange muss der auf sein Geld warten? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Das ist von Bank zu Bank tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt einige Banken, die bereits binnen einer Woche, 10 Tagen eine Erstattung leisten. Die Mehrzahl der Banken spielt derzeit allerdings noch eine Hinhaltetaktik. Sie geht eben davon aus, dass die Kunden, wenn erstmal angefordert wird, bitte erstattet das Geld, sich begnügen und nicht weiter aktiv bleiben. In dem Moment kommen aber ja wir Rechtsanwälte ins Spiel. Wir unterstützen den Rechtsdienstleister bei der Erstattungsforderung über das Ombudsverfahren, über das Gerichtsverfahren. Und es steht zu erwarten, dass die meisten Banken erst auf diesen Eskalationsstufen bezahlen, die wir allerdings auch schnell einleiten, sodass ich jetzt die Schätzung abgeben würde, dass innerhalb von Monaten, im Schnitt von wenigen Monaten, die Erstattung geleistet wird. Wie gesagt, bei einigen Banken auch schon innerhalb von 7 bis 10 Tagen. Aber für die Banken ist es wahrscheinlich doch auch schwierig, den genauen Betrag zu errechnen. Wir haben ja festgestellt, dass einerseits die Banken die monatliche Grundgebühr angehoben haben, andere haben dann noch die Girocard verteuert, andere haben die Überweisungsgebühren verteuert und bei den Überweisungen müsste sie ja dann feststellen, wie viele Überweisungen hat er in der Zeit überhaupt gemacht und so weiter und so weiter. In der Praxis ist es auch für die Banken schwierig. Könnte es da sein, dass die dann so ein mehr oder weniger Vergleichsangebot machen? Es ist richtig, dass die Banken auch ermitteln müssen, welche Summe sie zu erstatten haben. Das ist für die Banken allerdings deutlich leichter möglich als für die Kunden, weil sie ja typischerweise mit elektronischen Systemen ihre Zahlungsvorgänge erfasst haben und automatisiert berechnet werden kann, was daraus die Erstattungssumme ist. Ah ja, aber es ist doch so, wenn der Kunde nicht aktiv wird, entweder dass er selber aktiv auf die Bank zugeht oder ihre und unsere Dienstleistung in Anspruch nimmt, dann fließt kein Geld. Er muss aktiv werden, das habe ich doch richtig verstanden, ja? Das ist genau richtig. Der Kunde muss Erstattung verlangen und der Erfahrung nach ist es so, dass sein eigenes Erstattungsverlangen die Bank nicht ausreichend motiviert, tatsächlich auch Folge zu leisten. Wie gesagt, die Banken spielen größtenteils noch eine Hinhaltetaktik und deswegen ist es unbedingt ratsam und entspricht auch unserer Erfahrung, einen professionellen Unterstützer an seine Seite zu nehmen. Und das sind eben wir, ganze Rechtsanwälte in Kooperation mit der Spreefels. Und das gibt eine ganz andere Schlagkraft bei dem Erstattungsverlangen. Da leisten die Banken eher Folge, als wenn ein Kunde, eine Kundin alleine vorgeht. Aber muss der Kunde nicht Angst haben, dass er dann gekündigt wird? Ja, viele werden vielleicht gerade deswegen davor zurückschrecken, sich zu wehren. Das ist ein Anliegen, das immer wieder von Kunden an uns herangetragen wird. Man muss hier sagen, wenn die Bank aufgrund des Erstattungsverlangens eine Kündigung ausspricht, dann spricht sehr viel dafür, dass diese Kündigung unzulässig ist wegen Rechtsmissbräuchlichkeit. Dazu muss man gar kein vertieftes juristisches Argumentationsmuster bemühen, einfach nach gesundem Menschenverstand. Jemand hat ein Recht, jemand hat einen Anspruch und macht diesen Anspruch geltend. Ist es dann fair, wenn der andere Teil deshalb nun eine Kündigung ausspricht, also sozusagen eine Strafe dafür auslöst, dass das gute Recht von einem anderen Menschen verwandt wird? In so solchen Fällen hilft eben das Gebot von Treu und Glauben. Und hier gibt es gute Argumentationsansätze für die Unwirksamkeit der Kündigung. Okay. Stützt die Bank die Kündigung auf andere Argumentationsgrundlagen und dringt damit durch, dann bleibt dem Kunden im Notfall, dass diese Kündigung tatsächlich wirksam ist, natürlich immer noch ein Weg offen, nämlich schlicht und ergreifend der Weg, die Bank zu wechseln, hin zu einer Bank, die weniger oder sogar keine Entgelte anbietet. Es gibt auf dem Markt ja tatsächlich noch alternative Angebote von Banken und hier spielt der Marktmechanismus eben auch zugunsten des Verbrauchers eine Rolle. Ja, wir haben ja festgestellt, dass es noch knapp 30 kostenlose Girokonten gibt. Insofern denke ich auch, dass es da Alternativen gibt.
Wir haben von unseren Lesern und Usern ganz viele Schreiben bekommen, so Musterschreiben, die man ihnen zugeschickt hat. Und darin fordern die Banken und Sparkassen ihre Kunden auf, A, der zurückliegenden Gebührenerhöhung nachträglich zuzustimmen, beziehungsweise sie sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab 1.11. dieses Jahres sollen dann die bereits bestehenden Gebührenerhöhungen anerkannt werden. Was raten Sie den Kunden? Was sollen die dann in solchen Fällen tun? Ich rate, auf solche Schreiben nicht mit einer Zustimmung zu reagieren. Im Endeffekt führt das dazu, dass man teilweise oder ganz auf seine Erstattungssummen verzichtet, wenn man die Gebührenerhöhungen für die Vergangenheit akzeptiert. Es gibt aber eben einen Anspruch auf Erstattung. Nochmal, das ist das gute Recht eines Kunden, einer Kundin. Und warum sollte man dieses Recht einfach vergehen lassen? An dieser Stelle nicht zustimmen. Das ist meine Empfehlung. Könnte ich eigentlich auch so das Schreiben nehmen und in die Ablage P für Papierkorb werfen? Das wäre ja auch eine Reaktion im Sinne der Nichtzustimmung. Das könnte man theoretisch tun. Natürlich muss man realistischerweise sagen, die Bank wird darauf an irgendeinem Punkt reagieren und möglicherweise eben mit einer Kündigung der Kontobeziehung reagieren. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem zurück, was wir eben besprochen haben. Man muss hier unterscheiden, auf welches Argument wird die Kündigung gestützt. Wird es darauf gestützt, dass der Kunde Erstattung verlangt oder nicht einem Verzicht auf die Erstattung zustimmt, dann ist diese Kündigung sehr wahrscheinlich unwirksam. Stützt die Bank die Kündigung darauf, dass der Kunde in Zukunft nicht bereit ist, erhöhte Kontoführungsentgelte zu zahlen oder auch sonstige Entgelte, hat die Bank eine bessere Argumentationsgrundlage. Und da sind wir wieder bei der Wechselmöglichkeit der Bank. Darf ich unser Gespräch vielleicht nochmal ganz kurz für alle User zusammenfassen? Wer sich nicht wehrt, bekommt kein Geld. Der Anspruch ist in etwa 120 Euro pro Kunde. Besser Ihre Hilfe in Anspruch nehmen, als sich alleine gegen die Bank zu wehren. Und solchen Schreiben, die gerade so verschickt werden, eher da keine Zustimmung geben, sondern auf sein eigenes Recht bestehen. Die Dienstleistung, die Sie anbieten, kostet den User nichts. Und wenn kein Geld fließt, hat er auch nichts an Sie zu zahlen. Habe ich das so richtig verstanden? Das ist genau richtig. Ich kann tatsächlich noch mal eindringlich darum werben, sich professionelle Hilfe zu nehmen. Es ist tatsächlich schlagkräftiger, mit einem anwaltlichen Partner und einem Rechtsdienstleister an der Seite gegen die Banken vorzugehen. Wir haben Erfahrung, die sich auf sehr, sehr viele Fälle bezieht. Es haben sich schon weit über 2000 Kunden bei uns gemeldet. Entsprechend viel Kommunikation ist bereits von unserer Seite mit den Banken in Gange. Es gibt viele Erstattungsfälle, in denen wir Erfahrung gesammelt haben. Und es ist sehr einfach, uns online zu mandatieren. Und dort gibt es auch zahlreiche Informationen, die über dieses Gespräch noch hinausreichen. Es ist ein transparenter Prozess. Und ich lade alle herzlich ein, auf die Webseite zu gehen und ein Teil davon zu werden. Okay, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.